Guten Morgen und herzlich willkommen an alle Teilnehmer zum heutigen Strategie- und Fonds-Update von Centix für das zweite Quartal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Informationen. Mein Name ist Peter Kolb. Ich verantworte die Kundenbeziehung von Centix und werde Sie heute begleiten. Ebenfalls zugeschaltet sind Manfred Hübner, Gründer und Chefstrategen von Centix, sowie Patrick Hussi, der als Geschäftsführer von Centix das Fondsmanagement verantwortet. Ja, und dann starten wir auch direkt mit einer Abwandlung eines Werbespruchs. Ich möchte es einmal so formulieren: echte Contrarians, nie waren sie so wertvoll wie heute. Wenn Manfred Hübner gleich den Blick auf das zweite Quartal richtet und das, so viel sei vorweggenommen, durchaus turbulent werden kann, müssten unsere Investoren und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, davon besonders profitieren können. Mit den Centix-Indikatoren verfügen wir und damit direkt oder indirekt auch Sie über einen wirksamen Werkzeugkasten für eine konträre und ebenso konsequente Investmentstrategie. Und genau das wird von den Märkten vermutlich im zweiten Quartal gefordert sein. Am Ende sollte eine Beimischung von Centix-Strategien erneut Stabilität für ein gut aufgestelltes Portfolio liefern, weil eben unser Ansatz exzellent diversifiziert. Wir nutzen die Gelegenheit auch gerne, Ihnen Neuigkeiten aus dem Hause von Centix zu präsentieren. Und da gibt es ein Thema heute, das uns allen sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema ESG. Englisch für Environmental, also die Umwelt, für Social, soziale Aspekte und G-Government, verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das verbirgt sich hinter dem Kürzel ESG. ESG ist für Centix selbst als Unternehmen und Unternehmensgruppe sehr bedeutsam und selbstverständlich auch für unsere Investmentfonds. Inzwischen sind die Centix-Publikumsfonds von Morningstar gemäß deren ESG-Ratings geratet. Alle Fonds überdurchschnittlich mit 4 beziehungsweise 5 Sternen, wie Sie es hier in der Grafik sehen. Und das freut uns natürlich sehr. Es gibt aber nicht nur Morningstar in Sachen ESG, sondern auch die EU, genauer gesagt die EU-Offenlegungsverordnung Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR. Gut, langer Begriff. Gemäß dieser Einordnung sind unsere Fonds als Artikel 6 Comply, heißt ESG Basic, eingestuft. Das bestätigt unter anderem, dass wir systematisch Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen in unserem Investmentprozess berücksichtigen. Für beide Risk-Return-Fonds, das sei noch am Rande erwähnt, streben wir eine Einstufung gemäß Artikel 8 ESG-Produkt. Dann dürfen wir auch Nachhaltigkeit im Vornamen nennen, streben wir an, und das ist auch entsprechend bei der Universal Investment beantragt. Auch mit den kommenden MiFID-Anforderungen haben wir uns schon mit den Fonds auseinandergesetzt und prüfen deren Umsetzbarkeit. Letztes Wort noch dazu: auf der Centix Homepage finden Sie auch unser Nachhaltigkeitsprofil. Den Link senden wir Ihnen nachher im Nachgang mit der Präsentation zu. Ja, genug der Vorrede. Manfred, du als ausgesprochener Contrarian, die Märkte haben aus diesem Blickwinkel ja durchaus einiges an Themen zu bieten. Unsere Zuhörer sind bestimmt schon gespannt, welche Einschätzungen du uns heute präsentierst. Ich übergebe. Ja, schönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Vielen Dank, Peter, für die Überleitung. Und wenn ich gerade an dem letzten Punkt anknüpfe, Nachhaltigkeit, ja, dann, wenn man auf das Welt- und Aktienmarkt- und Kapitalmarktgeschehen schaut, dann fällt es einem momentan eigentlich durchaus ein bisschen schwer, an Nachhaltigkeit noch zu glauben. Denn wenn wir direkt in die Präsentation einsteigen und mit dem Startbildschirm teilen, dann ist das Titel des heutigen Quartalsausblick: Inflation, Ukraine, China. Wie lange geht das noch gut? Denn wir haben doch eine ganze Reihe von ja, sehr bewegenden, großen Themen im Moment am Start, die jedes für sich einen beträchtlichen Risikofaktor speziell für die Aktienmärkte darstellt, aber auch für die Bondmärkte, für die Zinsentwicklung. Und man sich da durchaus natürlich mit der Frage beschäftigen kann, wie lange
geht das noch gut. Die Punktewolke, die Sie hier sehen, das ist der Einstieg in die Präsentation. Das ist eine Grafik, die Ihnen aufzeigt, wie die Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs sind. Das ist die Situation der Schiffe vor dem Hafen von Shanghai. Und im ersten Moment sieht das also nach einem riesigen Gewusel und auch nach einem riesen Stau aus. Nun, das ist natürlich ein Ausdruck dessen, wie viele Schiffe da aktuell fahren. Die stehen nicht alle im Stau. Da ist es in China ist es für gewöhnlich immer so voll. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie viele Schiffe sind dann tatsächlich im Rückstau, da gibt es dann auch Daten dazu, Ships waiting to load and discharge in Shanghai, dann sehen wir an der roten Linie, dass wir einen doch außergewöhnlichen Anstieg hier haben der Schiffe, die eben aufgrund der Lockdown-Situation, die wir in Shanghai haben, rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung Chinas steckt momentan in irgendeiner Form in Corona-Lockdown-Maßnahmen. Das führt dazu, dass wir eine Situation haben, die noch weit über die hinausging, die wir hier im Jahr 2020 beim ersten Lockdown in China hatten. Und wie wir alle wissen, haben wir ja ausgehend von diesem Initial-Event einiges an Störungen in den Lieferketten gesehen, auch einiges an anheizender inflationärer Entwicklung, sodass wir davon ausgehen müssen, dass natürlich auch diese Phase, die wir jetzt durchlaufen, wieder ihre Spuren in der Weltwirtschaft zeigen wird und eben die vorhandenen Disruptionen in der Weltwirtschaft weiter anfeuern werden. Und wie sehen diese Disruptionen aus? Nun, wenn wir uns da mal die Sendix-Konjunkturindizes anschauen, der First Mover, wo wir im März natürlich als erste die Indikation hatten, wie sich die Ukraine-Krise auswirken würde. Damals wussten wir noch nicht so genau, wie viel Sentimentanteil in diesen Konjunkturindizes drin ist. Anfang April, einen Monat später, haben wir einen nochmaligen Rückgang von Lage- und Erwartungswerte in den Sendix-Konjunkturindizes bekommen, sodass wir davon ausgehen müssen, und das betrifft sowohl das globale Aggregat als auch mittlerweile die asiatische Region, von der wir ja im Januar noch dachten, dass sich Asien hier ein Stück weit positiv würde abkoppeln können. In beiden Fällen müssen wir unterstellen, nein, die Wirtschaft schwächt sich deutlich ab. Und für die Eurozone haben wir es ja Anfang April ein bisschen provokant getitelt. Wenn Ökonomen zurückblicken werden, werden sie das zweite Quartal 2022 als den Beginn der Rezession in der Eurozone im Nachhinein dann feststellen. Und der First Mover, wie gesagt, liefert hier frühzeitig doch sehr zuverlässige Daten. Und diese erneute Bestätigung Anfang April, wo man, die ja gekommen ist, auch in der Phase, wo sich ja Aktienpreise von ihren Tiefs schon wieder erholt haben, ist ein unumwunden besorgniserregender Befund, den wir hier haben. Und es ist quasi ja schon sehr erstaunlich, wie robust sich bisher die Finanzmärkte gegen diese Indikation noch stellen. Und ja, wenn wir uns dann anschauen, ja, woran liegt das dann, dass sich die Finanzmärkte dagegen stemmen, dann liegt das nicht daran, dass die Notenbanken hier in irgendeiner Form stützend eingreifen würden. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns die Sendix-Themenindizes anschauen, die wir parallel zu den Konjunkturdaten abfragen, dann haben wir einmal ein Themenbarometer, was die Inflation abbildet. Das ist die blaue Linie. Hier sieht man eben, dass ja, das Thema Inflation sich weiter anheizt. Sah es Ende 2021 noch so aus, als hätten wir hier schon eine gewisse Übertreibung. So haben wir das nochmal getoppt. Und wir haben ja gerade dieser Tage, ich glaube gestern, vorgestern war es, die Produzentenpreise für Deutschland bekommen mit einer Jahresrate von 30,9% Anstieg. Wir haben das mal bis in, ja, solange es die Daten gibt, bis Anfang der 70er Jahre zurückverfolgt. Niemals, auch nur annähernd, hatten wir eine so starke Veränderung in den Produzentenpreisen. Und wenn wir uns das noch näher anschauen, dann haben wir in den letzten 6 Monaten 3-mal Ausschläge in den Produzentenpreisen nach oben bekommen, die historischen Ausmaße haben, die also weit über die Monatsausschläge, die wir in, wie gesagt, in der gesamten Historie vorher hatten, bekommen haben, und zwar 3-mal nach oben.
ohne dass es in der Zwischenzeit mal einen Ausschlag auf der Gegenseite gegeben hätte. Also mit anderen Worten, das kumuliert sich nach oben und das ist natürlich ein ganz enormer Faktor. Und in den letzten 20, 30 Jahren haben wir ja oft schon Kapitalmarktsituationen gehabt, wo Aktienmärkte unter Druck standen, wo Probleme an den Finanzmärkten aufgetaucht sind und immer konnten wir uns darauf verlassen, dass die Notenbanken ein Stück weit ihre schützende Hand ausgestreckt haben. Der berühmte Bernanke oder Greenspan-Put, je nachdem, wer bei der Fed gerade der Chef war, danach war das immer benannt, weil man sich darauf verlassen konnte, dass irgendwann die Fed kommt und mit expansiver Geldpolitik, mit Zinssenkungen dagegen arbeitet. Auch die EZB hat sich dementsprechend vorgewagt. Und wenn wir uns aber aktuell das Thema Notenbankpolitik anschauen, das ist die orangefarbene Linie, dann sieht man, dass die Notenbankpolitik hier weiterhin als belastender Faktor für den Rentenmarkt angesehen wird, was nichts anderes bedeutet, als dass die Teilnehmer in der Sentix-Umfrage ganz klar sagen, die Notenbanken können im Moment den Märkten nicht zur Hilfe eilen. Sie müssen sich restriktiver verhalten, wenn sie nicht riskieren wollen, dass die ohnehin schon ja ein Stück weit vom Gang in den Trab übergegangene Inflation am Ende ein Stück weit zu sowas wie einer galoppierenden Inflation wird. Das heißt, das ist schon der erste zentrale Punkt. Wir gehen auf eine Rezession zu und wir haben Notenbanken, denen ein Stück weit die Hände gebunden sind, die eben auf die Inflation hier achten müssen und die zumindest nicht weiter expansiv tätig sein können und damit auch den Märkten zu Hilfe eilen. Das für sich genommen ist eigentlich schon ein ganz hochbrisantes, gefährliches Setup. Und die Frage ist natürlich, warum stehen die Märkte immer noch da, wo sie stehen? Sie stehen zwar einige Prozentpunkte tiefer wie am Jahresanfang, aber ein DAX bei 14.500 Punkten steht immer noch relativ weit hoch. Die amerikanischen Börsen mit 4.400 im S&P haben ja so gut wie, wenn man so will, fast gar nichts verloren, 5%, das ist ja nicht wirklich viel. Und auf der Suche danach, warum die Märkte immer noch dort stehen, wo sie stehen, kommen wir eben an den Spätfolgen dessen nicht vorbei, was die Inflation angeheizt hat, nämlich der enorme geldpolitische Impuls, den die Notenbanken im Jahr 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise gesetzt haben. Dieses Chart kennen Sie, wenn Sie bei Sentix die Webkonferenzen regelmäßig verfolgen. Hier geht es um die globale Geldmengenentwicklung M2, und zwar der großen Notenbanken. Wir haben das hier indexiert, da ist Amerika drin, da ist die EZB drin, da ist die Bank of Japan drin. Und hier sieht man nochmal, was für ein enormer Impuls dort stattgefunden hat. Wenn wir uns mal hier in der Historie das anschauen, dann war so ein Wert von 4%, von 4.000, das sind absolute Werte von 4.000 Milliarden in der Jahresveränderungsrate. Aber das haben wir deutlich nach oben überschritten. Und wir kommen jetzt zwar zurück, weil die Notenbanken das Tempo der Anleihekäufe zurückgefahren haben, aber wir sind jetzt immer noch auf einem Niveau, was in der Vergangenheit das expansive Niveau war dieser Notenbanken. Das heißt also, wir haben immer noch einen enormen Überhang und von diesem Überhang zehren die Märkte immer noch ganz gewaltig. Aber was ganz entscheidend ist, die Märkte zehren von diesem Moment, aber diese Linie, die Orangefarbenlinie, wird im Jahresverlauf unweigerlich weiterfallen. Wir haben zwar im Moment in Amerika die Situation, dass selbst die Fed per Saldo ja ihre Bilanzsumme noch nicht schrumpft, aber das wird, wie gesagt, im Jahresverlauf passieren und auch die EZB wird ihr Ankaufsprogramm weiter zurückfahren, sodass wir eine weitere geldpolitische Moderation haben. Und diese Orangefarbenlinie, die wird im Jahresverlauf sukzessive weiterfallen. Und es ist eigentlich von der Warte her nur eine Frage der Zeit, wann die Liquidität, die über die Notenbanken bereitgestellt wird, abzüglich dessen, was für die Realwirtschaft gebraucht wird, Stichwort Realwirtschaft braucht eigentlich mehr, weil die Güter teurer werden, wir haben steigende Rohstoffpreise etc., wann sozusagen die Überschussliquidität nicht mehr ausreichend sein wird, um den Markt zu stützen. Hier spielen wir also ganz klar auf Zeit. Wo wir ebenfalls noch auf Zeit spielen, und das ist ein Faktor, der wird weithin unterschätzt,
Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir haben uns oft die letzten Wochen gefragt, sagen wir mal, wenn wir solche enormen Veränderungen haben, 30 Prozentpunkte Jahresveränderungsrate der Produzentenpreise im Anstieg, Güterpreise, die massiv steigen, warum hören wir so wenig Klagen? Warum hören wir so wenig Unternehmen, die sagen, Moment mal, uns sind die Kosten komplett um die Ohren geflogen? Denn bei 30-prozentigen Produzentenpreisanstiegen sind ja nicht alle, die davon profitieren. Einige haben vielleicht auch schlechte Lieferverträge abgeschlossen und sind jetzt schon von diesen Kostensteigerungen betroffen. Insgesamt hört man aber relativ wenig. Und auch der Konsument, der ja vielfältig schon gebeutelt ist über die Energiepreise, über Strompreise, über Lebensmittelpreise, auch dort hören wir eigentlich noch vergleichsweise wenig Klagen, außer von Menschen, die in starken sozialen Härtesituationen ohnehin sich befinden. Und das liegt eben daran, wenn wir einen weiteren Chart uns anschauen, hier mal exemplarisch für die USA, dass die Sparraten der Haushalte ebenfalls in der Corona-Krise ungewöhnlich hoch waren. Das heißt, wir haben in der Corona-Krise dadurch, dass die Menschen eben nicht weggehen konnten, dass sie vielfach die Urlaubsreise nicht antreten konnten, haben wir und auch, dass sie die Autos zum Beispiel, die sie bestellt haben, ja bislang noch gar nicht geliefert bekommen haben, teilweise und auch da das Geld noch nicht abgeflossen ist, haben wir also einen enormen Überhang auch in der Sparrate gehabt und das betrifft nicht nur die USA, das kann man für Euroland, für alle großen Industrienationen beobachten. Aber dieser Sparüberhang sozusagen, auch der reduziert sich jetzt und wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen. Das entspricht so ungefähr einer durchschnittlichen Sparrate. Aber bei dem Tempo, in dem ja die Energiepreise gestiegen sind, Lebensmittelpreise steigen und so weiter, und dann noch jetzt die Leute natürlich sagen, nach 2 Jahren, jetzt haben wir endlich die Lockerung, dieses Jahr machen wir mal einen schönen Urlaub. Da wird also dann über die Urlaubsreise wird dann auch noch mal ordentlich Geld ausgegeben werden, sodass wir davon ausgehen, dass spätestens im dritten Quartal diese Linien hier deutlich im negativen Bereich, also deutlich im unterdurchschnittlichen Bereich da sind und dann eben auch der Konsument anfangen muss, auf die Situation in der globalen Wirtschaft eben ja sich anzupassen und zu sagen, Moment mal, wenn die Stromkosten absehbar sich für mich verdoppeln, wenn die Gaspreise sich hier in Deutschland verdoppeln bis vervierfachen, wenn die Lebensmittelpreise steigen. Was kann ich mir dann in Zukunft überhaupt noch leisten? Weil die Konten, die Überschussliquidität, die die Menschen aufgebaut haben, die wird dann im Laufe des zweiten und dritten Quartals dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit so weit abgeschmolzen sein, dass dann eben auch die Inflation, die bisher, ja, sagen wir mal, ein statistisches Artefakt ist, aber vergleichsweise noch wenig Empörung bei Wirtschaft und auch bei Verbrauchern ausgelöst hat, das wird dann unseres Erachtens nach durchschlagen und dann wird das Thema Inflation ja zu einer echten Konjunkturbremse und dementsprechend dann auch die Indikation, die wir aus den Sendix-Konjunkturerwartungen haben, nämlich dass sich die Weltwirtschaft, insbesondere die europäische Wirtschaft, auf eine heftige Rezession zubewegt, das sollte sich im weiteren Jahresverlauf materialisieren. Ja, und wenn sich das materialisiert, dann trifft das Ganze auf einen Markt, der sauteuer geworden ist. Ich habe Ihnen hier wieder einen Chart von unserem vereinfachten Sendix-Bewertungsmodell mitgebracht. Und was ich hier in dem Fall jetzt erstmal für die USA, das heißt in Blau haben wir den S&P. Und was Sie hier in Orange und Grün dargestellt sehen, das ist die Dividendenrendite minus dem 10-Jahreszins in Orange beziehungsweise dem 2-Jahreszins in Grün. Das ist eine sehr, sehr vereinfachte Betrachtung der Bewertung. Es geht hier rein um opportunistische Betrachtungen. Wenn ich interessiert bin, gehe ich in Aktien oder in Dividenden. Und was wir hier sehen, ist, dass wir im Jahr 2020 in den USA eine sehr günstige Situation haben. Damals waren die Zinsen so tief, dass die Dividendenrenditen fast 2% höher waren als der langfristige und auch der kurzfristige Zins. Und damit waren Dividendenanlagen sehr, sehr günstig. Und wann immer wir in der Vergangenheit 1% Dividendenrendite mehr hatten als am Bondmarkt, das sind dann ist dann hier diese Linie,
waren Aktien immer sehr, sehr günstig und es waren immer exzellente Einstiegsgelegenheiten. Im Umkehrschluss, wenn wir Werte hatten von minus 1 und tiefer, dann waren Aktien relativ teuer. Das sieht man, wie gesagt, hier in 2013, 14, aber auch in 2018 lag die Dividendenrendite 1% unter dem Zinssatz. Und das haben wir jetzt wieder. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir ungefähr 1,3% Dividendenrendite in den USA haben, aber haben 2,6% für Zweijährige und 2,8% für zehnjährige Zinsen. Das heißt, die Bonds sind nominal deutlich attraktiver wie die Aktien. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Inflation so hoch ist, dass wir natürlich trotzdem am Bondmarkt negative Realrenditen haben. Aber das gilt für Aktien gleichermaßen. Aktien haben im Moment noch den Benefit, dass sie zum Teil als Inflationsschutz angesehen werden. Aber dieses Argument des Inflationsschutzes wird in dem Moment an Kraft verlieren, wo man sieht, dass es innerhalb des Aktienuniversums deutliche Gewinner, aber eben auch deutliche Verlierer geben wird und wo man sieht, dass die Inflation wirklich zur Konjunkturbremse wird und damit natürlich auch sozusagen das Topline-Wachstum bei den Aktien am Ende nicht mehr stimmt. Und wir sind damit an einem extrem gefährlichen Punkt angelangt, auch von der Bewertungsperspektive. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, die ganzen Jahre war es völlig uninteressant, in Bonds zu investieren. Aber wenn ich jetzt ein amerikanischer Investor bin und überlege mir, frisches Geld anzulegen, dann habe ich die Wahl, ob ich für 2,6% in zweijährige Bonds investiere oder in einen Aktienmarkt investiere, der nahe seiner historischen Höchststände immer noch steht und eine Dividendenrendite nur noch von 1,3% aufweist und möglicherweise in eine konjunkturelle Abschwächung reinschaut. Also das heißt, auch dieses Bewertungsargument wird zunehmend zum großen Problem. In Europa ist es ein klein bisschen anders. Dieser Chart hier zeigt den Stock 600 und auch hier in Orange erstmal wieder Dividendenrendite zum 10-Jahres-Zins. Und da sieht man, dass wir in Europa immer noch 2,4% mehr Dividendenrendite wie langfristiger Zins haben. Sie wissen, wir vergleichen hier gegen die Bundesanleihen und die liegen natürlich trotz des Anstieges, den wir gesehen haben, insgesamt immer noch auf einem niedrigen Niveau. Aber was ich hier nochmal mit reingebaut habe, ist eben, dass ich nochmal auch die Inflation in diese Gleichung mit eingefügt habe. Das ist die grüne Linie und Sie sehen natürlich, real hat sich das dramatisch verändert. Real liegen wir bei minus 5,1%, was im Moment die reale Aktienrendite ist. Und da braucht es schon viel Fantasie, dass Aktien wirklich ein guter Inflationsschutz sind in diesem Umfeld, um diese Bewertung noch für attraktiv zu halten. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass wenn die grüne Linie so stark fällt oder überhaupt deutlich fällt, wie hier in diesem Beispiel, dann ist das latent ein Risikofaktor für die Aktien, denn es zeigt, dass wir enorme ökonomische Risiken im Aktienbereich einpreisen müssen. Und unseres Erachtens nach werden diese aber momentan nicht vom Markt noch nicht entsprechend gewürdigt, sind aber unzweifelhaft vorhanden. Ja, und dann kommen wir ein bisschen auf die technischen Internas des Aktienmarktes. Und hier hatten wir ja im Januar darauf hingewiesen, dass diese sinkende Marktbreite als Divergenz zum Markt, dass das für uns ein großes Risiko darstellt. Das hat sich ja in den letzten Monaten auch deutlich gezeigt. Frage ist jetzt, nachdem sozusagen ja nur noch 44% der Aktien über dem langfristigen Durchschnitt sind, ist hier irgendeine Besserung zu sehen? Vom absoluten Niveau her sind natürlich Werte von 20% viel besser geeignet, um zu sagen, jetzt ist der Markt so stark überverkauft, dass es attraktiv ist. Die zweite Betrachtungsweise ist eben, dass wir auf positive Divergenzen achten. Positive Divergenz heißt, dass also neue Tiefstände im Markt nicht mehr von Tiefständen hier in dieser Marktbreite sozusagen bestätigt werden. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann läuft das momentan parallel. Wir haben also hier keinerlei positive Divergenzentwicklung. Wir hatten, wie gesagt, ja hier oben eine starke negative Divergenz Ende 2021, aber noch keine positive Divergenz. Das heißt, auch von den technischen Internas sieht der Markt problematisch aus. Und vielleicht an der Stelle nur eine kleine Seitennote. Wenn man diesen Chart sich mal für den Russell 2000 anschaut,
dann sieht man, dass eben die Breite speziell der kleineren und mittleren Unternehmen in den USA deutlich schwächer ist als die Breite der großen Unternehmen. Auch das schon ein Indiz dafür, dass der Markt sehr wohl antizipiert, dass die Konjunktur und damit die Gesamtwirtschaft eben weiter unter Druck stehen wird. Die großen Aktien bilden das gar noch nicht so richtig ab, was man zum Teil eben bei den kleineren und mittleren Unternehmen schon sieht. Ja, und wenn man jetzt sich diesen ganzen Reigen an Problemen anschaut, dann verwundert es nicht, dass der strategische Bias, also die Grundüberzeugung der Anleger, sich im freien Fall befindet. In Blau, das sind die institutionellen, in Rot sind die privaten Anleger. Beide Anlegergruppen zeigen auf mittlere Sicht einen sehr, sehr starken Pessimismus. Und damit ist natürlich eine latente Verkaufsbereitschaft über dem Markt. Ja, und wenn Sie Sentix wissen, dann wissen Sie, dass das uns nicht gut gefällt, wenn dieses Momentum, weil es ist ja nicht nur das Niveau, was schlecht ist, sondern es ist vor allem die Dynamik, die Sorge bereitet, in die Kurserholung des Marktes hinein, wenn die Anleger mittelfristig skeptischer, das ist für uns ein großes Problem. Ja, und wenn wir dann mal uns anschauen, was wir im Jahresausblick 2022 für dieses Jahr erwartet haben, da könnte man fast sagen, ja, läuft's wie geplant. Kommt also jetzt die große Schwäche. Sie wissen, unser Jahresausblick, den Sie als Umfrageteilnehmer übrigens jederzeit kostenfrei auf sentix.de abrufen können. Unser Jahresausblick hat ja den Titel Vom Überfluss zum Mangel, wo wir ja zum einerseits auf diese Probleme in den Lieferketten und die Inflationsentwicklung sehr stark thematisiert haben, aber wo wir auch gesagt haben, es wird im Jahr 2022 einen großen Mangel an Rendite geben. Der ist ja zum Teil schon da, am Bondmarkt ist er eklatant, bei den Aktien ist er immerhin auch schon spürbar, aber unsere Kurserwartung ist durchaus für dieses Jahr so, dass wir uns noch einiges mehr an Problemen vorstellen könnten. Und die rote Linie, die Sie hier im Chart sehen, das ist das, was wir am Jahresanfang oder Ende letzten Jahres eben an Kurserwartung für dieses Jahr formuliert haben. Und da ist jetzt die Frage, also bei all dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, würde man sagen, ja, das macht absolut Sinn, das muss unsere Erwartung sein. Und trotzdem tut sich der Markt schwer, nach unten zu fallen. Und wir müssen uns wahrscheinlich sogar nach wie vor noch etwas gedulden, bis das passiert. Und das möchte ich Ihnen auch erläutern, woran das liegt, dass die Märkte trotz dieser immensen Belastung, trotz dieser negativen Erwartungen eben noch nicht in dem Stadium sind, da sie unmittelbar wahrscheinlich nach unten durchgereicht werden. Das erste Argument ist, wenn wir uns mal das Risikoradar von Sentix anschauen, dass wir hier bei Aktien moderate Chancen angezeigt bekommen. Zugegebenermaßen bekommen wir bei Bonds größere Chancen angezeigt, aber bei Aktien bekommen wir trotzdem moderate Chancen angezeigt. Und woran liegt das? Das liegt ganz wesentlich daran, dass wir im Moment viel zu viel kurzfristige Angst im Markt haben. Das Sicherheitsnetz, was durch das Sentiment im Moment gebildet wird, wir haben hier einen Pessimismus, der ist nah an der Kaufzone. Wir haben einfach kurzfristig zu viel Respekt davor. Die Leute sehen die Probleme, aber sie verhalten sich auch ängstlich. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn wir uns die Risikoaversion anschauen. Das hatten wir in dieser Woche im Weekly ja drin gehabt, bei der letzten Ausgabe am Sonntag, dass wir rund 1,3 Standardabweichungen Risikoaversion haben. Das ist ein relativ hoher Wert. Das heißt, die Anleger sind nicht blauäugig. Sie sehen die Probleme und sie haben sich auch ein Stück weit darauf schon angepasst. Und das ist ein gewisses Sicherheitsnetz für den Markt, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es im Moment entweder eines noch größeren unerwarteten Schocks bedarf, der die Märkte drücken kann, oder wir müssen diesen Pessimismus irgendwie Richtung neutral abbauen, damit einfach dieser Markt das Potenzial hat, auch eine Verkaufswelle zu produzieren. Und die Frage ist, was kann dazu beitragen, dass die Leute diese Angst, die sie momentan haben, verlieren? Das Schönste wäre natürlich, dass sich irgendwie dieser Ukraine-Konflikt befrieden würde. Das würde natürlich ein enormes Aufatmen bewirken. Aber da sieht es ja leider im Moment nicht danach aus, dass diese Hoffnung sich kurzfristig erfüllt, sodass dann schon die Frage ist, ja, was könnte hier
die Aktienmärkte ja in einer gewissen Art und Weise beruhigen. Und da sind wir interessanterweise auf ein paar saisonale, zyklische Phänomene gekommen. Und das erste zyklische Phänomen, auf das ich kommen will, ist der Wahlzyklus. Sie alle oder viele von Ihnen werden den US-Präsidentschaftszyklus als wichtigen Einflussfaktor für die Aktienmärkte kennen. Man unterteilt die vierjährige Präsidentschaftszeit in das Vorwahljahr, das Wahljahr, das Nachwahljahr und das sogenannte Midterm-Year oder Zwischenwahljahr. Und 2022 ist ein sogenanntes Midterm- oder Zwischenwahljahr. Nun, da werden jetzt einige sagen, ja, Moment mal, wir haben doch vielleicht gerade die Tage bei anderen Analysten gelesen, dass Zwischenwahljahre doch gerade in den Sommermonaten problematisch sind. Und tatsächlich, wenn Sie sich mal hier dieses Chart anschauen, die orangefarbene Linie zeigt Ihnen das Jahresprofil eines sogenannten Zwischenwahljahres. Und da sehen Sie, dass, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, also blau ist das, wie es dieses Jahr läuft, dann sehen Sie, dass da ja eine Schwächephase kommt. Also das würde doch eigentlich dafür sprechen, dass genau jetzt die Probleme, die ich Ihnen eben aufgezeigt habe, sich jetzt materialisieren, weil zyklisch haben wir doch Gegenwind. Nun, das Spannende an diesem Zwischenwahljahr ist, dass das völlig atypisch läuft. Es läuft bislang zu 100% gespiegelt. Was heißt das? Wenn wir uns mal die wesentlichen Wendepunkte anschauen, also wir sehen jetzt hier oben das Hoch am Jahresanfang, das fand statt, wo wir ein Tief im Wahlzyklus haben. Das Tief, das nächste Tief am Aktienmarkt, hier ist blau, sehen Sie ein Tief, war ein Hoch im Zyklus. Das nächste Hoch im Blau war wieder ein Tief und so war auch das Tief hier im Aktienmarkt dieses Jahr, war im Wahlzyklus ein Hoch. Und es ist also schon frappierend, wie die Zyklen komplett gespiegelt sind, bis zum aktuellen Rand. Das heißt, was jetzt im Moment vor zwei Tagen stattgefunden hat, wo der Markt ja wieder ein kleines Tief jetzt scheinbar ausgebildet hat, ist im Wahlzyklus eigentlich ein Hoch gewesen. Und wenn sich diese Inversion des Zykluses weiter fortsetzt, ja, dann haben wir eben keine Schwäche vor uns, sondern die blaue Linie müsste ja dann eine Stärkephase haben, die, wenn wir mal die wesentlichen Eckpunkte uns nach vorne anschauen, bis Anfang Juli, ungefähr bis zum Independence Day, 4. Juli reichen würde, wo sozusagen, wenn der Zyklus sich weiter komplett spiegelbildlich verhält, die Aktienmärkte noch eine Unterstützung erfahren würden. Und das wäre natürlich eine mega Überraschung für alle Beteiligten, denn wie gesagt, es würde den Wahlzyklus bis zu diesem Punkt komplett auf den Kopf stellen. Wir hätten erst ab dem 4. Juli Probleme für den Markt zu vergegenwärtigen, wäre aber durchaus etwas, ja, was so überraschend wäre, dass natürlich ein solcher Anstieg, der da kommt, wahrscheinlich den Pessimismus der Anleger dämpfen könnte und damit den Markt natürlich auch von seiner Stimmungslage her in einen anderen Zustand versetzen würde. Es gibt noch einen anderen Grund, warum man positiv sein kann. Was wir uns mal angeschaut haben, wir haben bei Sentix mal uns angeschaut, weil der Jahresauftakt war ja sehr atypisch. Wir haben ja eine Schwäche gehabt seit Jahresanfang, die außergewöhnlich ist. Und wir haben uns mal bei Sentix angeschaut, wieder bezogen auf den S&P 500, gab es das eigentlich schon mal, dass ein Markt, sagen wir mal, einen freundlichen Jahresausblick hat, dann einen so verheerenden Jahresstart hat, mit einem Tief ungefähr Anfang Mitte März, gab es das schon mal. Und da sind wir auf einige Jahre gekommen. Wir haben sie mal Ihnen hier neben aufgelistet. Das sind alle die Jahre, die sich in der Periode 1. November des Vorjahres bis 14. April des laufenden Jahres ähnlich verhalten haben wie das diesjährige Jahr. Ähnlich heißt für uns, die haben alle eine Korrelation von mindestens 0,65 zu diesem Jahr. Sie sehen also in Orange den Durchschnitt dieser Jahre, die ich hier aufgelistet habe. Und in Blau sehen Sie das aktuelle Jahr. Und Sie sehen also, wie gesagt, wie diese Jahre wunderbar vom Zyklus her auf diese Entwicklung passen. Und dann schauen Sie sich mal an, was diese Horrorjahre, die ja alle schlecht begonnen haben, in den nachfolgenden Wochen bedeutet haben. Sie haben bedeutet, dass
es waren allesamt eigentlich eine sehr, sehr freundliche Entwicklung. Und speziell diese erste Periode, diese ersten 50 Tage, wenn wir da uns mal die Streuung anschauen zwischen guten und schlechten Jahren, dann gibt es waren diese Jahre allesamt relativ positiv. Also es gab keine großen Minuszeichen in dieser Periode der nächsten 40 bis 45 Handelstage. Und damit hätten wir auch ungefähr wieder dieses Zeitfenster abgedeckt bis Mitte Juni, bis Anfang Juli, wo ja wir eben gesehen haben aus der Inversion des Wahlzykluses hier eine ja eher unterstützende Situation entstanden ist. Das heißt also, aus dieser zyklischen Betrachtung bekommen wir einen völlig anderen Eindruck als aus der strategischen Betrachtung, die ich Ihnen am Anfang ausgeführt habe. Strategisch müssen wir nicht drüber reden. Der Markt brütet etwas ganz Übles aus. Und wir sind uns relativ sicher, dass wir dieses Jahr noch mit erheblichen Problemen am Aktienmarkt konfrontiert werden, weil wir eine Inflation haben, weil wir eine hohe Bewertung haben, weil wir steigende Zinsen haben und die Notenbanken eben nicht darauf adäquat mit Lockerungen reagieren werden und weil die Inflation noch deutlich negativ auf die Wirtschaft einwirken wird. Das alles wird uns dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit beschäftigen und wird auch noch zu erheblichen Problemen führen. Aber kurzfristig, so verrückt wie das ist, haben wir eigentlich ein anderes Setup, bekommen wir aus dem Sentiment und aus dieser zyklischen Betrachtung ein etwas anderes Bild gespiegelt. Und wir stehen ja im Vorfeld des Mai und es gibt ja den berühmten Spruch Sell in May and go on way, den werden wir die nächsten Wochen oft zu hören bekommen. Ich möchte auch hier zum Abschluss des Aktienteils Ihnen noch mitgeben, dass speziell wie der Mai laufen wird, wird uns sehr viel darüber aussagen, wie die nächsten Wochen und Monate laufen. Denn wir haben uns das auch mal angeschaut, dieses Sell in May Phänomen. Worauf lässt sich das zurückführen? Und wir haben mal uns die Mai-Performances angeschaut und sind interessanterweise zu einer interessanten Beobachtung gekommen, dass nämlich der Verlauf des Monats Mai, wie der Mai verläuft, sehr viel darüber aussagt, wie der Sommer verlaufen wird. Das erste Interessante ist, dass wenn der Mai sehr schwach verläuft, wenn also jetzt im Mai ein starker Kurseinbruch käme, von mehr als 2,5%. Das ist für den Mai schlecht, aber für die Sommermonate ist es fantastisch. Also ein extrem schlechter Mai, wenn also sozusagen die Leute Anfang Mai alle massiv auf den Verkaufsknopf drücken und die Mai-Performance sehr schlecht ist, müssen wir uns eigentlich über den Sommer keine Gedanken machen. Dann sind wir sind ja schon schlecht in der Stimmung, dann sind wir so überverkauft, dass das Gummiband also stark zurückschnappen wird und wir einen entspannten Sommer genießen. Was ebenfalls kein Problem ist, wenn der Mai freundlich verläuft, also wenn der Mai sehr fest verläuft und mehr wie 2,5% Anstieg bringt, das ist also diese Phase, dann sehen wir, dann läuft das noch weiter, ungefähr auch wieder bis Ende Juni und dann haben wir eigentlich im Durchschnitt einen relativ entspannten Sommer. Das heißt also auch ein sehr fester Mai wäre auch nicht das Problem. Was das Problem für die Märkte sein wird, ist, wenn der Mai eine Performance bringt, die unspektakulär ist, die also zwischen plus und minus 2,5% liegt. Weil wenn das passiert, dann sieht man, dass der Juni schon problematisch ist und dass auch die Sommermonate problematisch werden. Das heißt also, ein Mai mit einem geringen Kursausschlag liefert uns als Anleger eine starke Botschaft, dass wir aufpassen müssen, was im Sommer passiert. Man kann sich das auch so vorstellen, dass diese geringe Performance im Mai deshalb zustande kommt, weil hier die Bullen und die Bären schon massiv gegeneinander arbeiten und eine massive sozusagen Umschichtung schon stattfindet. Also darauf sollten wir achten, sodass wir Stand heute sagen müssen, wir werden uns wahrscheinlich bis Ende Mai gedulden müssen, bis wir wirkliche Klarheit haben und bis dahin spricht eben die Situation der kurzfristigen zyklischen Betrachtung dafür, dass es nicht zu diesem Horrorszenario im Mai sehr wahrscheinlich kommen wird, sondern dass wir eins der beiden anderen Szenarien, nämlich eine Mai-Performance haben, die wahrscheinlich unser Favorit ist, dass sie hier in diesem Fenster liegen wird. Das ist also ein
Mai wird, der von diesem Tauziehen gekennzeichnet sein wird und keine großen Ausschläge bringt, weil wir ja dann auch in den Folgemonaten eben diese Probleme erwarten, die sich dann aber eben im Juli, ab Juli eben verstärkt erst zeigen. Ja, und das, wie gesagt, umfassend der Blick auf die Aktien. Wie sieht es dann am Rentenmarkt aus? Nun, der Rentenmarkt ist natürlich das große Sorgenkind der Anleger in diesem Jahr und die meisten Portfolien haben dieses Jahr nicht Performance-Probleme wegen den Aktien, obwohl die großen Indizes ja alle Minus sind, gab es über Einzeltitelauswahl durchaus die Chance, ja Verluste am Aktienmarkt zu begrenzen. Aber die Rentenanlage, die hat natürlich richtig reingeregnet. Aber was wir feststellen müssen ist, wir haben einen historischen Drawdown bei Bonds erlebt. Wir haben also noch nie zuvor, seitdem es den Bund Future gibt, in so kurzer Zeit so massive Kursverluste erlebt. Und das führt dazu, dass das Sentix-Risikoradar, hier unser markttechnischer Indikator, extrem ausschlägt. Wir haben über 3,3 Standardabweichungen, positive Signale sozusagen aus der überverkauften Markttechnik. Und wenn man dann noch weiß, dass die Saisonalität bei Bonds ab Mai sukzessive positiver wird, dann erklärt sich daraus, dass wir in Bonds durchaus eine Chance sehen, dass einfach diese Wahrnehmung, die jetzt da ist, so übertrieben negativ ist, dass zumindest weitere Kursrisiken hier aus dem Bond-Bereich wohl nicht mehr eintreffen. Und wenn sich am Aktienmarkt natürlich eine Rezessionswahrnehmung widerspiegelt, dann sollten Bonds auch ein Stück weit natürlich wieder gesuchter sein. Speziell in den USA haben wir das ja auch gesehen. Da haben wir ja auch Nominalrenditen, die zumindest attraktiver sind wie am Bondmarkt. Also hier ganz klar unser Credo, Chancen am Bondmarkt existieren zunehmend aus einem völlig überdehnten Gummiband der überverkauften Markttechnik. Und hier braucht es nur relativ kleine Impulse, nur kleine Probleme, die sichtbar werden an anderen Märkten, dass wir hier bei Bonds eine Gegenreaktion erleben. Was wir auch nach wie vor strategisch gut finden und auch in unserem Portfolio weiterhin gewichten, das ist natürlich das Gold. Und dieses Chart kennen Sie auch, wenn Sie unsere WEC-Konferenzen regelmäßig verfolgen. Das sind einmal in Blau der Goldpreis und in Orange und Grün sehen Sie die reale Rendite als Treiber. Und wir haben negative reale Renditen, die liegen im Bereich von 5-6%, hier in dem Fall USA. In Europa ist es, wie gesagt, ähnlich. Das ist natürlich eine enorme Unterstützung für den Goldpreis, sodass wir davon ausgehen, dass Gold weiterhin strategisch ein ganz, ganz zentrales Asset bleibt, auch um Gesamtmarktrisiken im Portfolio zu steuern. Sie wissen, dass wir das seit einigen Jahren sagen, dass der Goldpreis oder der Goldmarkt hier ein Stück weit die Funktion des Bondmarktes übernommen hat, als stabilisierender Faktor in einem Portfolio zu wirken. Und solange diese Tendenz hier so gegeben ist, wird selbst ein moderater Zinsanstieg nicht dazu führen, dass der Goldtrend unseres Erachtens nach gebrochen wird. Ja, und last but not least möchte ich Sie noch auf eine Sondersituation hinweisen. Wenn Sie vorhin das Chart vom Risikoradar gesehen haben, dann sehen Sie einen stark negativen Score für Dollar-Yen. Dollar-Yen ist ja in den letzten Wochen ein echter Highflyer gewesen. Hier sieht man auch nochmal, was diese Zinsbewegung in den USA für massive Auswirkungen hat, in welchem Umfang das stattgefunden hat. Sie sehen also hier im Chart in Blau den Dollar-Yen-Kurs und in Orange und Rot sehen Sie die Zinsdifferenzen USA zu Japan im 10- und 2-Jahres-Bereich. Und da sieht man einfach mal, binnen eines Quartals haben wir fast 3% Veränderung in den Zinsdifferenzen. Das ist ein ganz gewaltiger Faktor. Aber der ist natürlich einerseits, regt der natürlich die sogenannten Carry Trades wieder an. Sie wissen, die Anleger verschulden sich dann gerne in Yen. Und das ist auch ein Faktor, der positiv auf Aktienkonto einzahlt. Aber dieser Anstieg ist so stark, dass er über kurz oder lang eigentlich dazu führt, dass auch in der japanischen Zinslandschaft eine Veränderung eintreten wird. Und wir gehen davon aus, dass Dollar-Yen entsprechend des Signals aus dem Risikoradar hier eine gewisse Gegenbewegung, Korrektur einleiten wird. Wie gesagt, Zinsdifferenzen waren extrem einseitig in den letzten Wochen. Hier gehen wir davon aus, dass eine Moderation stattfindet. Und
Auch saisonal ist natürlich das Fiskaljahresende 31. März oft eine Zäsur in der Yen-Entwicklung. Und der Yen ist über die Sommermonate traditionell eine Währung, die festgeht. Ja, und das tun wir natürlich auch in unserem Portfolio entsprechend berücksichtigen. Ja, und wenn wir dann entsprechend uns das anschauen, oder möchte im Prinzip zum Fazit meiner Ausführung kommen, bevor wir ins Portfolio reingehen, nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammenfassen. Also erstens, die Konjunktur schwächt sich weiter ab und wir machen ganz klar die Aussage, die Zeichen stehen auf Rezession, speziell in Europa, aber insgesamt die Weltwirtschaft schwächt sich ab. Nichtsdestotrotz sind Aktien immer noch unterstützt von einem historischen Liquiditätseffekt, der aber nachlassen wird und im dritten Quartal wohl komplett weg sein wird. Er ist noch unterstützt von diesen zyklischen Argumenten, die ich Ihnen genannt habe, und er ist eben noch sicherheitstechnisch noch von diesem negativen Sentiment getragen. Aber die Luft wird strategisch immer dünner und deswegen glauben wir, dass im Jahr 2022 so oder so der Aktienmarkt entweder bewertungs- und zinsbedingt und oder wegen der Rezession deutlich unter Druck kommen werden. Und unsere Aussage vom Jahresanfang, dass die Renditen sehr, sehr mager sein werden, die möchten wir nochmals bekräftigen. Wir halten einen Aktienbärenmarkt in 2022 für sehr wahrscheinlich, aber sehr wahrscheinlich eben noch nicht jetzt, sondern er braucht noch ein paar Wochen, bis er bessere Startvoraussetzungen hat. Aber die Startvoraussetzungen sind alle gegeben. Da dürfen wir uns, wie gesagt, das Bild nicht schönreden. Bonds sind taktisch wegen der überverkauften Marktlage interessant. Gold und Silber bleiben für uns strategisch als Portfoliobestandteil ein Muss. Und trotz höherer Geldmarktzinsen sind die für uns weiter haltenswert. Währungsbereich habe ich schon kurz angedeutet. Da sind wir pro Yen. Wir gehen auch davon aus, dass der Euro sich etwas erholen wird in den nächsten Wochen. Ja, und all das, was ich Ihnen gesagt habe, wird innerhalb des Sendix Portfolio Managements natürlich konsequent umgesetzt. Und damit möchte ich an Patrick Hussi überleiten, der jetzt den Blick eben auf das Portfolio richtet und was wir daraus machen. Ja, vielen Dank, Manfred, für die wieder sehr spannenden Ausführungen. Ich glaube, man hat zwei Dinge recht deutlich gemerkt. Einmal, dass es hier wieder sehr viele konträre Gedanken gab, sehr viele konträre Strategien, die wir identifiziert haben. Und gleichzeitig aber auch das Spannungsfeld, das sichtbar wird, wenn man sich etwas längerfristige, fundamentale Entwicklungen anschaut, insbesondere eingangs die Fragestellung China, Inflation und letztlich auch Ukraine-Krise. Wie lange geht das gut? Auf der anderen Seite diese Sentiment, das stützt, und gleichzeitig natürlich die zyklische Betrachtung. Und die große Frage, die sich dann immer stellt, ja, wie bringt ihr das dann alles zusammen, diese ganzen Informationen, die ja für sich genommen alle sehr, sehr wertvoll und natürlich auch wegweisend sind. Das möchte ich Ihnen in den nächsten paar Minuten ganz kurz vorstellen. Ich darf zurückspringen auf die Zusammenfassung, die gerade Manfred vorgetragen hat, und werde deshalb mein Bildschirm hier freigeben. Ja, es geht nochmal um die Thematik, wie besetzen wir quasi die ganz klare Situation auf der Bond-Seite. Starke Chancen werden hier signalisiert. Wir haben in unseren Mischfonds, wo wir die Bond-Seite sehr, sehr stark auch aktiv steuern, mittlerweile eine Duration von 6 Jahren aufgebaut, in Schwäche quasi immer weiter die Zinsrisiken hier betont. Das tun wir insbesondere über die USA und auch über den Bund Future und versuchen da dieses gedehnte Gummiband, das sich hier ergeben hat, für unsere Mandate zu nutzen. Auf der anderen Seite setzen wir dann auch das Akzent um aus der Risikobetrachtung pro Yen. Wir haben mittlerweile 10% Yen in unseren Mischportfolios drin.
sodass hier diese Lage ganz, ganz eindeutig zu bejahen ist. Hier können wir quasi diesen Transfer 1:1 herstellen und diese konträre Position aufbauen. Auf der Aktienseite wird es besonders spannend und das möchte ich Ihnen mit dem Sentix Risk Return A mal näher vorstellen. Das ist der Fonds, der global in Aktien investiert und dementsprechend sehr aktiv dabei auch das Risiko steuert. Das heißt, Chancen dann nutzt, wenn das Risiko-Ertragsverhältnis besonders aussichtsreich erscheint. Was das Ganze dann mit diesem, mit dieser V-Formation oder auch diesem Wurzelzeichen innehat, das werde ich Ihnen dann in den nächsten Minuten dann auch aufzeigen. Schauen wir es uns erstmal an, wo unsere Aktienquoten im Moment stehen. Wir sind beim Sendix vor Aktien Deutschland defensiver positioniert als die Benchmark, die bei 100 ist. Das ist der Fonds, der ein smarter ETF-Ersatz für den DAX darstellt und eigentlich eine sehr enge Bandbreite hat zwischen 80 und 120%. Immer dann, wenn wir unter 100% sind, sind wir defensiv. Beim unserem Mischfonds Sendix Risk Return M sieht man, dass auch da das Aktien-Exposure sehr defensiv strukturiert ist, mit rund 18% im Moment eher an der unteren Range und deutlich abseits von dem neutralen Investment von 40% investiert ist. Der Sendix Risk Return A, der ausschließlich sich auf den Aktienmarkt konzentriert, auch der ist deutlich von seinem langfristigen Mittel von 60% entfernt und hat im Moment eine Aktienquote von 38%. Diese doch sehr defensive Ausrichtung über alle Portfolien hinweg bedarf einer genaueren Betrachtung. Und das möchte ich mal im Detail mit Ihnen durchgehen. Wir haben zum einen hier das Portfolio des Sendix Risk Return M in der internationalen Ausrichtung. Sie sehen hier in dieser hellroten, orangefarbigen Balken, was ein normales Investment in diesem Fonds wäre, wenn Chancen und Risiken ausgeglichen werden. Das ist quasi der Bestandteil, der diesem neutralen Risikomix zugeordnet werden kann. Das heißt, 15% Eurostox wären im Endeffekt hier als Marschrichtung gegeben. In der Tat haben wir weit unter 10% im Portfolio. Ähnlich sieht es beim DAX aus und auch bei allen übrigen Märkten. Das heißt hier eher eine Zurückhaltung. Und wo aus unserer Sicht es etwas besser aussieht, ist bei dieser Beimischung zu sehen, Emerging Markets als auch die Goldminen sind hier quasi extra besetzt und ergänzen das Portfolio aus Chance-Risikosicht besser als das Investment direkt über diese Indizes. In Summe muss man aber sagen, dass die Aktienquote, die bei diesem Portfolio im Normalfall bei 60% im langfristigen Durchschnitt ist und damit die Neutralquote symbolisiert, die ist ja im Moment deutlich reduziert mit rund 35%. Wie kommt das? Und da sieht man dieses Zusammenspiel von mittelfristigen und strategischen Bewertungen als auch der taktischen Einsortierung. Über die Strategie, also diesen Themen, wo wir vorhin gehört haben, die im Endeffekt aus der konjunkturellen Seite oder auch aus der Risikobetrachtung herkommen, haben wir eine Reduktion dieses Aktieninvestitionsgrades von rund 10%, von 60 auf 50. Und die stützenden Elemente vom Sentiment, also aus der Modellseite heraus, nimmt eigentlich de facto jetzt gar nichts weg. Wir haben hier quasi eine neutralisierende Wirkung und wenn wir hier aufhören würden, hätten wir eine Aktienquote von 50%. Was darüber halt hinauskommt, ist im Fondsmanagement, schauen wir uns an, was gibt es für besondere Eventrisiken in der Form
beispielsweise auch jetzt die anstehende Stichwahl in Frankreich oder auch Dinge, die jetzt quasi über sich die Zeit in die Märkte hineingebracht haben, über die Ukraine-Krise beispielsweise, was ja kein Modell im Moment abbilden kann, haben wir quasi diesem Aktienportfolio eine Derivate-Strategie unterlegt und ziehen damit quasi die Aktienquote um gut 15% nach unten. Ich möchte es mal mit anderen Worten sagen, weil es vorhin im Research schon angeklungen ist. Auf der einen Seite fehlt im Moment der Bernanke-Put oder der Greenspan-Put, den normalerweise die Notenbanken in der Vergangenheit bereitgestellt haben. Es ist deshalb viel mehr oder viel wichtiger, dass man diesen Put jetzt im Portfolio hat und diese Eventualrisiken, die angezeigt werden, dadurch absichert. Das Schöne ist dann, dass man im positiven Fall, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch 6, 8 Wochen vielleicht eine positive Phase vor uns haben, bereits für diesen Eventualfall gerüstet ist, aber immer noch ein ordentliches Aktien-Exposure-Linear von aktuell 50% im Portfolio hat, aber gleichzeitig schon gerüstet ist für einen Abriss. Ich möchte es hier mal beim DAX zeigen. Man sieht hier sehr schön diese Top-Formation, das Runterprallen und hier könnte man sagen, das Pullback an die 15.000 ist auch geglückt. In dem Moment, wo wir unter dieser roten Linie gehen, zieht sich dann der Fonds zu und ist für rund 2.000 Punkte abgesichert. Das ist das Schöne an dieser Strategie. Und im Falle des Irrtums, wie gesagt, hätten wir immer noch eine ordentliche Quote. Das Ganze trägt diesen Schwebezustand Rechnung, den wir jetzt vor uns haben. Zyklisch betrachtet ist es die Phase Mai bis Mitte Juni. Und dementsprechend sind wir dadurch quasi auf der Risikoseite schon vorbereitet eigentlich für das mittelfristige Szenario, das, mit dem wir jetzt rechnen, dass es in diesem Jahr 2022 dann doch ein Bärmarkt uns präsentiert wird auf der Seite. Und dass man solch einem Bärmarkt nicht tatenlos zuschauen kann, sondern das aktiv begleiten muss, zeigt jetzt auch nochmal diese Steuerung des Aktieninvestitionsgrades, den ich Ihnen für die letzten 6, 7 Monate mal aufzeigen möchte. Wir sehen auf der einen Seite in Blau den Aktienmarkt Euro Stoxx 50 und in dieser grün schraffierten Fläche den Aktieninvestitionsgrad im Risk Return A. Der Aktieninvestitionsgrad war im Herbst letzten Jahres sehr, sehr offensiv mit Quoten über 100%. Und wir haben nahe dieses Hochpunktes zur Jahreswende schon davor sehr, sehr zügig und antizyklisch damit auch die Aktienrisiken abgesenkt. Abgesenkt heißt in einem Umfang von rund 60-70%, sodass wir über den Jahresstart hinweg schon in einer sehr defensiven Lauerstellung darauf gewartet haben, dass sich diese Schwäche, die uns bereits signalisiert wurde, materialisiert hat. Das Ganze hatte sich dann beschleunigt über die Ukraine-Krise. Und das haben wir dann antizyklisch genutzt. Sie sehen sehr schön die Gegenläufigkeit, das Aktien-Exposure wieder sehr deutlich aufzubauen. Wir hatten zwischenzeitlich auch wieder am Tief Quoten von über 100%. Dadurch, dass das aber nicht von einer Nachhaltigkeit geprägt ist, dass die mittelfristigen Indikatoren, ich nenne hier beispielsweise den Konjunkturindex, weiter zur Schwäche neigten, führte dazu, dass diese Käufe nur von kurzer Natur waren und wir im Endeffekt die Kurserholung wieder zur Risikoreduktion genutzt haben. Diese Reduktion am Ende ist der besagte Put, der, sage ich mal, Centix-Put, den wir hier mit eingebaut haben, so möchte ich ihn mal nennen, der das Aktienrisiko
deutlich senkt und im Falle eines weiteren Abrisses dann sogar Richtung Null reduziert. Das Ganze mündet dann in ein Profil. Und dieses Profil möchte ich da symbolisieren mit diesem orangenen Wurzelzeichen, denn das resultiert dann im Fonds durch diese Handlung, wenn Sie antizyklisch kaufen, das Risiko dann nehmen, wenn es bezahlt wird, kommt langfristig ein Profil zutage, das im Endeffekt dann immer diese Spannung, dieses gedehnte Gummiband nutzt, um dann letztlich zu kaufen und nach oben zu streben. Das ist uns in den letzten Wochen und Monaten, wenn auch Jahre, immer wieder gelungen und zeigt sich als Handschrift, als besondere Qualität im Fonds. Auch zuletzt wieder eine sehr dynamische Aufholjagd. Und wenn Sie sehen, haben wir oder stehen wir bei diesem Fonds sehr, sehr nahe an der Nulllinie und haben zwischenzeitlich schon neue Allzeithochs erreicht, während viele, viele Aktienmärkte noch tief im Minus verharren. Besonders erwähnenswert ist hier, die Performance ist dargestellt seit Auflage. Wir haben dann im Jahr 2019 den Investmentprozess angepasst, haben im Ganzen noch etwas mehr Schwung verliehen, die Benchmark angepasst. Benchmark heißt im Hintergrund den Risikomix. Und Sie sehen im Endeffekt die Handschrift, die Sendix-Handschrift, die dann immer ja zu diesem V führt. Ich habe jetzt eine Seite noch überblättert. Das war die Vorseite, aber es ist auch noch ein wesentliches Element in unserer Steuerung. Wir haben in diesem Fonds auch eine sehr aktive Branchenstrategie inbegriffen. Wir suchen uns Branchen heraus, die ein sehr negatives Sentiment aufwarten. Und das sind dann die Kandidaten, die wir gerne übergewichten. Hier zu finden im Moment sind es sogar Branchen wie Automobil, Chemie und Industrie. Das ist was sehr Besonderes, weil wir ja vorhin gesehen haben, dass eigentlich eine konjunkturelle Last auf die Märkte lastet und wir im Endeffekt hier Branchen finden, die sogar zumindest mal attraktiv sind für noch eine temporäre Erholung, währenddessen das Energie oder auch Grundstoffe ein viel zu hohes Sentiment haben und damit Lieblinge der Anleger geworden sind, also von daher eher mit Risiken beladen sind, allen voran auch Pharma und Banken. Das Ganze steuern wir sehr aktiv, wird immer wieder neu bewertet und dementsprechend dann als besondere Alpha-Quelle noch in das Portfolio eingebracht. Und dass sich das Ganze dann lohnt, zeigt sich hier in einer scheibchenweisen Darstellung der einzelnen Jahre. Hervorzuheben ist es, dass auch im Jahr 2018, wo ein Minusjahr war, das Minus dann doch etwas moderater ausfallen kann. Warum? Weil diese aktive Risikosteuerung im Portfolio mit inbegriffen ist und wir dann aber auf eine Offensivqualität zusteuern können, dann, wenn die Chancen angezeigt sind. Man sieht es dann in den Folgejahren 2019, 2020, 2021. Und ich denke auch, das Ergebnis bislang im Jahr 2022 kann sich sehen lassen. Hier ist unsere antizyklische Vorgehensweise durchaus auch wieder, hat zum Ergebnis geführt, das überdurchschnittlich ist. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und würde nun überleiten in die Fragerunde und gebe zurück an den Peter. Ja, vielen Dank. Danke Ihnen erstmal für die zahlreichen Fragen. Wir haben die Fragen auch ein bisschen eingeteilt. Ich fange erstmal an mit zwei allgemeinen Fragen zu den Aktienmärkten. Eine Frage kam so etwa Mitte des ersten Vortrages. Sie sind also positiv für Aktien bis Juli und haben aber eine geringe Aktienquote. Ich denke, das haben beide Vortragenden schon gut dargelegt, warum wir die geringe Aktienquote haben. Entschuldigung. Von daher würde ich diese Frage als beantwortet betrachten. Wenn nicht, würde ich den Teilnehmer bitten, nochmal
die Frage zu stellen oder zu vertiefen. Eine zweite Frage kam zu den mittelfristigen Aussichten für die Aktienmärkte. Und zwar fragt der Teilnehmer hier, wir kriegen eventuell eine Energiekrise in Europa mit Rezession, eventuell sogar eine Rezession in den USA, die Realzinsen bleiben aber weiter negativ. Spricht das nicht mittelfristig für die Aktien, weil sie doch alternativlos sind? Manfred, würde ich dich vielleicht bitten, nochmal zu dem mittelfristigen Bild für die Aktienmärkte dort zu antworten. Ja, ich glaube, diese Wahrnehmung der Alternativlosigkeit, das ist der Grund, warum die Aktien auch, einer der Gründe, warum die Aktien sich im Moment auch noch halten. Ne? Weil die Leute, speziell hier in Europa, man sich natürlich fragt, ja, wo soll ich dann hin? Also Bondmarkt bei Bundesanleihen ist von der nominalen Rendite oder von der realen Rendite natürlich völlig uninteressant. Und Aktien haben ja so ein bisschen die Wahrnehmung, dass sie ja auch ein Stück weit inflationsgeschützt sind. Aber dieser Inflationsschutz, der betrifft ja entweder nur die Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben, die also das weitergeben können oder sogar selbst von diesen inflationären Tendenzen profitieren. Und alle anderen haben natürlich diesen Inflationsschutz nur zum Teil auf ihre Substanz. Ne? Wenn man sagt, die haben also jetzt Unternehmenswerte, die sie dann die Firmen sozusagen, das Firmengrundstück oder die Maschinen oder wie auch immer, die dann auch einen gewissen Inflationsschutz verkörpern. Aber was ich ja aufgezeigt habe, ist oder versucht habe aufzuzeigen, dass die Gefahr, dass diese inflationäre Disruption dazu führt, dass immer mehr Verlierer sichtbar werden, das wird also der eine Teil des Risikos sein, den die Aktien vergegenwärtigen. Und der zweite Teil ist, wenn der Konsument am Ende darunter leidet und wir insgesamt die Gesamtnachfrage natürlich insgesamt fällt, dann wird es für alle Unternehmen am Ende ein Problem. Das heißt, Aktien sind sicherlich relativ gesehen, auch aus meiner Wahrnehmung natürlich, nicht das schlechteste aller Assets und es ist kein Plädoyer, jetzt sozusagen die Aktie generell aus seinem Portfolio zu verbannen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir temporär zu Problemen kommen, auch bei Aktien eine Bewertungsanpassung stattfindet und dass wir in eine Phase kommen, wo wir vielleicht für 2, 3, 4 Monate auch mal wieder das Credo haben, Cash ist Trumpf. Wo man ja momentan sagt, was soll ich dann in Cash? Ja, aber wenn ich in Cash nur 0,5% verliere, vielleicht auch noch ein bisschen real verliere, das kann immer noch der geringere Verlust sein, als ich dann temporär in den anderen Assets mal zu vergegenwärtigen habe. Also insofern, lange Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage. Ja, Aktien haben einen gewissen Inflationsschutz, aber wir können uns eine Gemengelage vorstellen. Und der Fragesteller hat ja auch die Faktoren auch mit genannt, die da mit eine Rolle spielen, die so negativ sind, dass das die Aktien eben nicht mehr kompensieren können. Auch von dem gleichen Fragesteller kommt noch eine Frage in die Richtung Asien. Und zwar ist da die Frage, ob schon alles negative Regulierung, Zero-Covid und so weiter und so fort, die Staus vor den Häfen, ob die schon eingepreist sind, mit Ausnahme vielleicht noch dem Taiwan-Konflikt und ob es da nicht aus Contrarian-Sicht interessant wäre, jetzt antizyklisch zu investieren. Ja, die Idee hatten wir so ein bisschen am Jahresanfang, dass das vielleicht Asien eine antizyklische Chance ist, aber wir müssen ja jetzt quasi feststellen, dass die chinesische Regierung meines Erachtens nach völlig von Sinnen ist, wenn sie bei einer ja doch inzwischen weltweit als wesentlich harmloser betrachteten Omikron-Welle immer noch an ihrer No-Covid-Strategie quasi festhält. Das ist ja schon mutwillig sozusagen, wie hier eingegriffen wird und eigentlich mit Gesundheitsschutz ja kaum noch zu rechtfertigen. Das ist ein neuer Risikofaktor und wir sehen es ja eben in den letzten Wochen, dass die chinesischen Märkte gerade in den letzten 2 Monaten doch eine beträchtliche relative Schwäche ausgebildet haben und eine wirkliche Besserung für China würden wir dann erwarten, wenn man sieht, dass die chinesische Notenbank ihren Kurs deutlich verändert und man hier eben anfängt, expansiver zu sein, denn im Gegensatz zu Fed und EZB war ja die chinesische Zentralbank sehr, sehr restriktiv in den letzten 2 Jahren. Und hier haben wir am ehesten noch Chancen vom Zinsniveau her und auch von den bisherigen Handlungsweisen haben wir eigentlich die ehesten Chancen, dass hier die Notenbank noch stimulierend eingreifen kann. Und dieses Zeichen, denke ich, müssen wir noch abwarten. Und dazu muss es wahrscheinlich leider noch etwas schlechter werden, bis da das Umdenken stattfindet. Mhm.
Okay. Die nächste Frage richtet sich ans Portfolio-Management, denke ich. Und zwar geht es darum, da hat ein Teilnehmer sehr, sehr genau geschaut, wie wir positioniert sind, finde ich klasse. Warum wir im Stock 600 meistens short sind, bei einer gleichzeitigen Long-Position im Euro-Stock 50, Patrick? Ja, das ist leicht erklärt. Gerade diese Stock 600-Position ist ein Teil unserer Branchenstrategie. Wir haben etliche Long-Branchen gesehen und dagegen die Short-Branchen, die untergewichtet sind. Da gibt es meistens ein Delta, das quasi, dass das Ganze aufgeht. Und da es sich um Stocks 600 Branchen handelt, wird dann auch der Stocks 600 als Gegengewicht dem Ganzen gegenübergestellt. Das könnte beispielsweise auch mal sein, dass sich das Ganze aufhebt und dann kein Stocks im Bestand ist. Wir hatten auch schon Phasen, wo dieser Future Long war. Also das ist im Endeffekt immer ein Residuum aus dem ganzen Branchenmix. Beim Eurostoxx 50 ist es ein Basisinvestment, wo wir ja wöchentlich auch unsere Sentiment-Daten bekommen, den strategischen Bias bekommen. Das wird sehr vom Umfang her viel deutlicher gewichtet, auch viel stärker gesteuert und ist quasi ein zentraler Portfolio-Bestandteil in den Risk-Return-Fonds. Gut, danke. Nächste Frage, komplex, geht Richtung US-Dollar. Also die eine Frage, wie wird sich der US-Dollar entwickeln vom einen Teilnehmer? Und der andere Teilnehmer fragt, wackelt der Reservewährungsstatus des US-Dollars? Manfred. Erster Teil der Frage, wir gehen davon aus, dass Euro-Dollar Potenzial hat auf eine Gegenbewegung. Das leitet sich einmal ein bisschen aus dem Saisonalen ab und leitet sich auch darauf ab, dass die Zinsdifferenzen so einseitig jetzt zugunsten sozusagen des Dollars ausgeschlagen haben, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo auch die anderen Zinsmärkte sukzessive reagieren. In Europa ist ja schon der Fall. Die Zinsdifferenz USA-Europa hat sich ja schon deutlich bewegt. Wir gehen auch davon aus, wie gesagt, dass das auch im Hinblick auf Japan ein Stück weit der Fall sein wird. Und beides wird dazu beitragen, dass es eine gewisse Gegenbewegung gibt. Also wir würden eher Euro-Dollar bei ja, 1,10, 1,11 sehen über die nächsten 2-3 Monate, als Richtung Parität zu laufen. Was den Reservewährungsstatus angeht, da wird ja schon lange drüber spekuliert. Aber eins ist mal klar, dieser Konflikt, wer den Centix-Jahresausblick kennt, der weiß, dass wir den vor, glaube ich, beim 2019er Ausblick haben wir das ja mal sehr ausführlich dargestellt, wie sich Russland eigentlich schon systematisch auf den kommenden Konflikt vorbereitet hat, indem es ja seine Währungsreserve strategisch an Gold gebunden hat. Wir sehen es ja jetzt, dass man den Rubel Gold unterlegt hat. Da sieht man schon, dass im Bereich des geostrategischen sich die Kräfte Russland und wohl auch China darauf vorbereiten, dass der Dollar irgendwann seine dominante Stellung verlieren wird. Ob das jetzt unmittelbar schon der Fall ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie stark Russland isoliert wird und wenn wir davon ausgehen, dass sich, sagen wir mal, die westliche Welt, speziell Europa, rohstoffseitig von Russland abkoppelt, dann wird Russland andere Märkte beliefern. Indien, Afrika, China bieten sich da an. Und dementsprechend wird dann natürlich auch in der Folge der Dollar als Verrechnungseinheit für diesen Teil des Rohstoffmarktes dann an Bedeutung verlieren. Also auch hier wieder lange Antwort auf eine kurze, knappe Frage. Ja, alles das, was wir sehen, knabbert weiter an diesem Status der Reservewährung. Der Dollar wird auf Dauer seine dominante Stellung verlieren. Der chinesische Yuan wird mit Sicherheit in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein anderes Gewicht bekommen und auch zur Weltreservewährung aufsteigen. Aber das sind auf jeden Fall natürlich langfristige Prozesse. Und das jetzt zur Grundlage für eine Anlagestrategie jetzt in den nächsten 3 oder 6 Monaten zu nehmen und daraus eben Handlung abzuleiten, das ist unseres Erachtens nach, also macht keinen Sinn. Da sind andere Faktoren viel wichtiger. Aber strategisch ist es, denke ich, auf jeden Fall über mehrere Jahre ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass das passieren wird. Danke. Nächste Frage geht jetzt Richtung Renten. Hier fragt ein Teilnehmer, was soll der Trigger für einen mittelfristigen Bondanstieg sein? Ich glaube, da soll man nochmal
Strategie und Taktik darlegen. Ja, und ich glaube, da kann man es auch die Antwort sehr kurz halten. Wir sehen das in der Tat mehr taktischer Natur. Wir haben ein überdehntes Gummiband. Und strategisch, das formulieren wir ja, glaube ich, auch jetzt schon die letzten 2, 3 Jahre in unseren Jahresausblicken, sehen wir keinen Grund, warum man Bonds strategisch in einem Portfolio irgendeine Funktion hat. Natürlich wird es irgendwann einen Punkt geben, wo die nominalen Renditen vielleicht wieder so hoch sind, dass Bonds auch wieder ein gewisses stabilisierendes Element in dem Portfolio dann sein können. Aber das wird wahrscheinlich noch 1, 2 Jahre dauern, bis das der Fall ist. Und bis dahin sehen wir es als rein taktisches Moment. Inwieweit werden durch die hohen US-Zinsen die Emerging Markets belastet, Manfred? Ja, definitiv ist das ein belastendes Element, wobei die Zinsen das eine sind und dann der feste Dollar ist nochmal das andere, denn die meisten Emerging Markets sind ja in Dollar verschuldet. Aber was man natürlich sieht, ist, dass die Emerging Markets insgesamt eigentlich an Stabilität gewonnen haben. In den letzten Jahren hat sich die Verschuldungssituation eigentlich vieler Emerging Markets eher, ja, nicht verschlechtert, sondern sind eher konservativer geworden, sodass wir klar eine Belastung haben, aber die bei weitem nicht so stark negativ ist, wie sie, ja, wenn wir mal an die Ende der 90er denken mit Russlandkrise und so weiter, waren also die Verschuldungssituationen deutlich schlechter der meisten Emerging Markets. Und bei den kritischen Kandidaten, Russland ist ja jetzt quasi rausgefallen, Türkei hat schon sein Waterloo ein Stück weit hinter sich. Also da sind natürlich auch schon viele Abschläge, speziell jetzt im Zinsbereich sind das schon passiert, sodass das für uns im Moment nicht ein besonderes Thema ist. Okay, jetzt fragt noch ein Teilnehmer noch zur Währungsseite, wie wird den Yen sehen, ob der stärker gegenüber Euro oder gegenüber US-Dollar gesehen wird? Ja, also wenn Dollar-Yen fällt und wir gleichzeitig sagen, dass sich Euro-Dollar eher ein Stück weit nach oben bewegt, dann sollte am Ende auch Euro-Yen fallen. Also sprich, der Yen sollte, umgekehrt. Also Euro-Yen ist etwas weniger ausgeprägt wie zu Dollar-Yen. Also wenn man jetzt auf eine Yen-Stärke setzt, ist sie zu Dollar-Yen attraktiver zu spielen als zu Euro-Yen. Okay, gut. Dann denke ich, haben wir nochmal eine Frage zum Portfolio, Patrick. Und zwar nochmal zu den Sektorgewichtungen. Hier geht es darum, warum gewichten wir Banken und Ölwerte unter, wo wir doch einerseits die Energiepreise langfristig steigen sehen und die Banken von steigenden Zinsen profitieren sollten. Ja, das ist ganz wichtig, in so einem konträren Ansatz quasi nicht die Branchen jetzt zu haben, die Gewinner der Vergangenheit waren und von diesem doch sehr öffentlichen Trend profitiert haben, weil es letztlich dazu geführt hat, dass es Klumpenrisiken allgemein gegeben hat. Viele Anleger jubilieren bei diesem Thema, Banken, auch bei Energiewerte und schreiben den Trend noch vorne weg. Das mag auch sein, dass es fundamental dann so kommt, aber die Börse ist ein Antizipationsmechanismus und wir als Contrarian gehen dann auf die andere Seite, wenn das Ganze zu einseitig wird und wir häufig schon feststellen können, dass diese Euphorie nicht mehr von einer Outperformance getragen wird. Wenn das quasi sogar gegenläufig wird, dass einzelne Branchen dann zur Schwäche neigen und wir dann vielleicht wie bei Öl sogar noch eine konträre Indikation für den Ölpreis haben, dann passt das zusammen und wir gehen auf die andere Seite. Vielleicht an der Stelle ein kleiner werblicher Hinweis. Wenn der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat oder auch jemand anders, der uns zuschaut, Interesse daran hat, wie genau das begründet wird, das basiert ja auf Basis eines monatlichen Sektorreports, den wir bei Centix verfassen. Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an Peter Kolb oder an info@centix.de. Wir schicken Ihnen gern mal ein Gratis-Report mal zu. Das kann man dann auch abonnieren und dann bekommt man jeden Monat eine ausführliche Darstellung aller Sektoren. Da wird immer genau erklärt, warum, wieso, weshalb, welcher Sektor jetzt über- und untergewichtet ist. Denn wie Patrick schon gesagt hat, dahinter sind verschiedene Faktoren, ähnlich wie in unserem Ansatz sind da taktische und strategische Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und das wird dort dann nochmal viel ausführlicher dargestellt, als wir es hier könnten. Sehr gut. Ja, jetzt glaube ich, habe ich hier die letzte Frage und zwar
Manfred, du hast ja zu den Edelmetallen schon Stellung genommen. Die Frage des Teilnehmers richtet sich darin, haben wir denn noch Einschätzungen zu anderen Rohstoffen? Vielleicht sagst du da nochmal kurz was zu. Also prinzipiell in unserem Ansatz selbst spielen ja vor allen Dingen Edelmetall, Gold, Silber eine Rolle als Portfoliobestandteile. Insgesamt gesehen sind wir, wie gesagt, für den Edelmetallkomplex, wozu ja auch Platin zählt, durchaus konstruktiv eingestellt fürs ganze Jahr. Worauf hier vielleicht der Teilnehmer nochmal besonders anspricht, sind die Industriemetalle, speziell Kupfer ist da ja auch immer ein ganz wesentliches Metall. Insgesamt gesehen sind wir auch da positiv für diesen gesamten Komplex, weil natürlich aus dem ganzen Thema Elektromobilität und auch aus dem Thema Verweigerung vieler Minenkonzerne zu investieren, haben wir eine grundsätzlich positive Entwicklung. Allerdings ist sozusagen dieses Saisonfenster, was jetzt vor uns liegt, meistens nicht besonders ergiebig. Also dieses zweite Quartal ist für den Metallbereich, wie auch zum Teil fürs Öl, eben nicht besonders positiv, sodass wir jetzt hier nicht denken, deswegen sind wir auch zum Beispiel bei Basic Resource auch untergewichtet, dass wir hier besondere Chancen haben, kleine taktische Risiken, aber über den Tag hinaus gedacht sind wir auch für den Industriemetallkomplex sehr, sehr positiv, weil das Wesentliche, was man ja sieht, ist, dass die, wie gesagt, die großen Bergbaukonzerne investieren nicht. Jetzt haben wir noch Einschränkungen in der Versorgung eben aus Russland heraus, also die Knappheitssituation wird auch da erhalten bleiben und führt aller Voraussicht nach ja nicht nur zu steigenden Preisen, sondern speziell auch bei den Bergbauunternehmen nach wie vor zu sehr, sehr hohen Cashflows, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Also das sind alles strategische Themen, die unseres Erachtens nach über den Tag hinaus strategisch positiv bleiben. Ja, dann möchte ich mich jetzt nochmal an der Stelle bei den Teilnehmern alle bedanken, dass sie so viele Fragen gestellt haben. Für die beiden Vorträge nochmal an Manfred und Patrick den Dank. Wir wünschen Ihnen seitens Centix noch eine erfolgreiche Restwoche und danken nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.